Guten Morgen bei Spaß mit Tiefbohrtechnik. Heute erklären wir euch, wie Bohrmeißel funktionieren. Die typischste Art von Bohrmeißel ist wahrscheinlich der Rollenmeißel, den wir hier sehen, gekennzeichnet durch die drei Rollen. Und es gibt ja verschiedene Gesteinsarten und deswegen gibt es auch verschiedene Rollenmeißel. Der erste Rollenmeißel heißt Zahnmeißel, weil er solche langen Zähne auf den Rollen hat. Und diese Zähne sind für weichen Boden geeignet. Die sollen tief eindringen und den Boden grabend bearbeiten. Für härtere Steine, wie zum Beispiel diesen Granit hier, müssen wir ein anderes Prinzip nehmen. Und zwar haben wir hier einen Meißel mit Hartmetall-Inserts. Hier sieht man so einen Hartmetall-Insert. Und das ist dazu da, harte und spröde Gesteine zu zerschlagen, wie ich das hier mit dem Stück Zucker gerade gemacht habe. Ja, und zusätzlich zu den Rollenmeißeln gibt es auch noch Diamantmeißel. Die erste Sorte benutzt richtige Naturdiamanten. Und diese Naturdiamanten sind an der Oberfläche aufgebracht. Natürlich sind Naturdiamanten viel zu teuer, um die hier einfach als Bohrmeißel zu verbrauchen. Und deswegen hat man später angefangen, künstliche Industriediamanten mit den Meißeln zu benutzen. Das sind diese schwarzen Knöpfe, die wir hier auf dem Meißel sehen. Und diese Diamantmeißel bearbeiten das Gestein scherend, also so wie das Stück Butter hier durch das Messer bearbeitet wird. Und mit dieser scherenden Gesteinszerstörung können wir die meisten üblichen Gesteine bearbeiten, die mittelhart sind. Also Kalksteine, Tonsteine, Sandsteine oder auch Salze. Tja, und manchmal gibt es auch noch Gesteine, die sind sehr hart und abrasiv. Die lassen sich am besten schmirgelnd bearbeiten. Und so ein Meißel, der das Gestein schmirgelnd bearbeitet, sieht zum Beispiel so aus. Das ist ein sogenannter imprägnierter Meißel. Tja, und damit haben wir schon alle Meißelarten durch. Hier sehen wir nochmal eine große Übersicht. Und wer mehr dazu wissen will, kann in unsere Vorlesung Grundlagen der Bohrtechnik kommen. Wir freuen uns auf euch in Freiberg. Ciao.